Hallo ihr Lieben, heute gibt es etwas ganz Besonderes hinter unserem Türchen. Ja, und das macht mir auch richtig Spaß. Pass mal auf. Wir zwei machen nämlich auch gerne Musik. Guck mal, das macht total Spaß. Warte mal. Also, das macht nämlich total Spaß. Und die Kinder haben uns auch was Schönes zu erzählen. Mit ganz tollen Instrumenten. Also... Macht euch jetzt bereit, das nächste Türchen öffnet sich weit. Im Wald steht ein kleiner Tannenbaum. Der kleine Tannenbaum träumt davon, am Weihnachtsabend mit Kugeln, Sternen und Kerzen geschmückt in einem warmen Wohnzimmer zu stehen. Er wäre so gerne ein Weihnachtsbaum. Ein Vogel sitzt auf dem Tannenbaum und zwitschert vor sich hin. Weiß er, dass bald Weihnachten ist? Singt der Vogel deshalb so fröhlich? Es wird langsam dunkel. Der Mond erscheint am Himmel und die ersten Sterne funkeln. Und da sehe ich sie. Sie ist nur ganz schwach im Halbdunkel zu erkennen. Aber doch eindeutig da, die Schneeflocke. Ganz leise und sacht fällt die Schneeflocke herab und setzt sich auf den Tannenbaum. Daneben schwebt eine weitere Schneeflocke vom Himmel und gleich noch eine. Bald sind es so viele Schneeflocken, dass der Tannenbaum aussieht wie mit Puderzucker bestäubt. Durch die Schneeflocken ist er schöner geschmückt als jeder Weihnachtsbaum. Als sich dann noch ein Rotkehlchen auf die Spitze des kleinen Tannenbaums setzt und nach eine Maus, ein Eichhörnchen und ein Hase Schutz unter den Ästen suchen, weiß der kleine Tannenbaum, dass dies besser ist als aller Schmuck der Welt. Wow.